Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute Nacht. Ihr könnt mich anrufen. Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Thomas und er ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Thomas. Was ist dein Thema? Paranormales. Paranormales? Ja, Paranormales. Spukgeschichten? Ganz genau. Erzähl. Ich habe da irgendwie ein Problem mit seit knapp 6 Jahren, dass nachts sich bei mir Gegenstände alleine bewegen oder Elektrosachen einfach angehen, Türen gehen auf, obwohl sie abgeschlossen sind und all solche Sachen. Wie? Gegenstände bewegen sich alleine? Ja, Gegenstände bewegen sich alleine und das... Erzähl mal, was für Gegenstände? Von einer einfachen Flasche hin zum Glas hin, was einfach vom Tisch fällt, ohne dass irgendjemand da in der Nähe steht. Und also die Sachen fallen dann runter oder schweben die durch das Zimmer auch? Nein, schweben nicht, aber die bewegen sich halt. Oder die Türen gehen einfach auf, obwohl sie abgeschlossen sind. Während du im Bett liegst? Während ich im Bett liege. Meistens liege ich ja noch niemals mehr im Bett. Und das Licht ist aus? Du liegst oder sitzt im Bett? Ich liege im Bett, hab das Licht zum Beispiel aus, dann geht das Licht einfach an. Und all solche Sachen. Oder die Stereoanlage geht nachts einfach an. Das ist ja super gruselig. Ja, das geht seit 6 Jahren so. Und dadurch ist mein Leben, ehrlich gesagt, ziemlich in den Arsch gegangen mittlerweile. Du bist jetzt 22, seit 6 ja. Jahren. Da warst du 16, als das anfing. Ja. Wo hast du da gelebt? Noch zu Hause? Ich habe dann noch zu Hause gelebt mit 16. Und jetzt, wo wohnst du? Hast du jetzt eine eigene Wohnung? Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Und das war sowohl damals bei deinen Eltern, also im Kinderzimmer, als auch jetzt? Also ich hatte bei meinen Eltern mit 16 meine eigene Wohnung. Meine Eltern haben ein Haus. Ja. Und ich hatte da in der ersten Etage eine eigene Wohnung für mich. Okay, also es war in der Wohnung, genauso wie jetzt in der Wohnung, in der du zurzeit wohnst. Ja, ich bin die letzten 3 Jahre jetzt 4-mal deswegen alleine umgezogen. Weil du die Vermutung hattest, dass es irgendwie... Weiß ich, das mit irgendwelchen Energieströmen im Haus zu tun hat oder so? Das hatte ich da ja die erste Zeit über gedacht, aber nach mehreren Vorfällen dessen her nicht mehr. Beschreib das mal noch ein bisschen genauer. Also wir haben uns das jetzt gerade gut vorstellen können mit den Gegenständen. Dann sagst du, die Stereoanlage geht an und es spielt Musik, obwohl alles ausgeschaltet war vorher. Obwohl alles ausgeschaltet war, komplett. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Wie weit geht die Tür auf? Wenn dann geht sie komplett auf oder nur ein Teil oder die schlägt komplett zu auf einen Schlag, obwohl die Fenster alle zu sind. Sieht man, wie der Türgriff nach unten geht oder geht sie einfach so auf? Da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht genau so drauf geachtet. Das ist ja meistens, wenn ich dann im Bett liege oder halt vom Fernseher sitze, dass die Tür im Schlafzimmer oder auf der Toilette auf einmal aufgeht oder dass die Wohnzimmertür, wenn sie auf ist, auf einen Schlag zuknallt. Mhm. Und ich habe dadurch auch schon meine damalige Verlobte mit Kind verloren. Die hat sich von mir getrennt, als wir zusammen das Kind gekriegt haben, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat. Das heißt, weil sie das Kind raushalten wollte. Das heißt, andere Leute nehmen das auch wahr, sehen das auch, nicht nur ja, du. Ja, andere Leute nehmen das auch wahr. Ich habe mit meinem älteren Bruder damals als einziger darüber gesprochen. Mhm. Wir haben auch viele Bücher darüber durchgelesen und so weiter, weil der das mitgekriegt hat auch. Mhm. Aber wir haben bisher dafür noch keine Lösung gefunden und das macht einen doch nach 6 Jahren ziemlich fertig, vor allem nervlich. Kann ich mir gut vorstellen. Du hast mit deiner damaligen Verlobten zusammen gewohnt. Wir haben zusammen gewohnt, ja. Auch zusammen geschlafen in einem Raum. Ja. Und sie hat genau all diese Phänomene auch mitbekommen, so wie du sie... Sie hat das auch mitbekommen. So genau, wie du es beschrieben hast gerade. Ja, genau so. Das ist wirklich ungeheuerlich. Also das ist wirklich ungeheuerlich, weil man hat ja oft solche Spukphänomene, die dann nur ein Mensch wahrnimmt. Und dann kann man sagen, okay, das ist vielleicht dessen Wahrnehmung, aber objektiv ist es nicht so. Aber dir scheint es ja objektiv so zu sein. Es ist objektiv so und wir haben... Aber ihr müsst doch denn... Ich bin wirklich völlig entsetzt, was du erzählst. Das ist ja wie in einem billigen Horrorfilm, wie im Poltergeist-Film. Ich wäre froh, wenn das nur ein blöder Film gewesen wäre bisher. Aber hat denn deine damalige Freundin nicht irrsinnige Angst gehabt? Du warst ja schon eher ein bisschen gewöhnt daran. Wie bitte? Das kam jetzt nicht richtig rüber. Hat deine damalige Freundin nicht irrsinnige Angst gehabt? Ja, doch. Sehr viel Angst sogar. Und wir haben auch einiges ausprobiert, mein älterer Bruder und ich. Von Gläserrücken bis Hexagramm aufzeichnen und was weiß ich nicht alles. Aber nichts hat funktioniert. Fing das damals vor 6 Jahren plötzlich an? Das fing nur plötzlich an. Stand das im Zusammenhang mit irgendeinem Ereignis?
Nein, eben nicht. Das fing einen Abend auf einmal an. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich kam aus der Kneipe oder aus der Diskothek damals wieder. Mhm. Und dann ging das auf einmal los, dass bei mir in der Küche die Schränke auf einmal aufgegangen sind und das Herd auf einmal an war. Und das wurde dann von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Hast du denn damals deine Eltern auch in deine Wohnung gebeten, dass die sich das auch mal mit anschauen? Nein, also ich wollte da erstens keine anderen Leute reinziehen und zweitens hatte ich Angst, dass das ausgerechnet dann nicht passiert. Mhm. Aber deinen Bruder hast du schon informiert gehabt damals? Ja, meinen Bruder habe ich informiert gehabt. Und war der damals, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, war der damals auch mal dabei und hat das auch gesehen oder gehört? Mehrere Male sogar. Mehrere Mal. Also Ich bin nachher bei meinem Bruder in eine Wohnung eingezogen, weil ich es einfach nervlich nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Und dann ging das bei denen halt in der Wohnung los. Also ist es immer da, wo du bist? Ja. Und ich bin jetzt extra sogar weit weggezogen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Dann ging das in der neuen Wohnung jetzt auch so 3-4 Wochen gut und dann fing das auch hier jetzt an. Wie viele Menschen kann man denn benennen, die das nur wirklich definitiv gesehen haben? Einmal dein Bruder, dann deine Ex-Verlobte, deine Ex-Freundin. Wen noch? Also 10, 11 Leute garantiert. 10, 11 Freunde. Leute garantiert? Mhm. Ja. Bist du im Moment? Mein älterer Bruder und ich, wir haben auch damals schon was im Flur stehen sehen, so eine dunkle Gestalt. Und als wir drauf zugingen und das Licht anmachten, war es spurlos verschwunden. Du verarschst mich jetzt nicht, ne? Nein, dann würde ich nicht anrufen. Mhm. Das klingt wirklich sehr, sehr, sehr unglaublich eigentlich. Es gibt ja schon mal solche Spukphänomene, aber dass sich das 6 Jahre hinzieht, wie oft passiert es denn überhaupt? Regelmäßig, also ich kann kaum noch eine Nacht vernünftig durchschlafen. Also fast jede Nacht? Fast jede Nacht. Also du klingst im Durchschnitt würde ich sagen 4 Mal in der Woche. Du klingst genervt, was diese Sache anbelangt. Ich meine, das sind jetzt schon 6 Jahre, du bist daran gewöhnt, wenn es denn alles so stimmt. Aber hast du nicht auch richtige Angst? Ich habe panische Angst, deswegen schlafe ich nachts auch kaum noch. Ich habe deswegen meinen Job verloren. Was hast du gemacht beruflich? Schlosser. Und ich war aber einfach nicht mehr in der Lage, den Beruf auszuüben, weil ich meine Hand nicht mehr ruhig halten kann. Und was machst du jetzt? Momentan bin ich leider arbeitslos. Ich habe keine neue Stelle gefunden, weil ich halt dann auch meist, wenn ich dann morgens gegen 5, 6 immer einschlafe, dass ich dann nicht um 7 Uhr wieder aufstehen kann zur Arbeit, dann hört man den Wecker einfach nicht. Diese Phänomene passieren aber nur nachts? Nur nachts. Am Tag ist das noch nie passiert? Nein, am Tag noch nie. Mhm. In 6 Jahren kommt man ja so ein bisschen rum. Da fährt man ja vielleicht auch schon mal in Urlaub. Hast du das gemacht in den letzten 6 Jahren? Nee. Hast du nicht gemacht. Ja. Nee, ich wollte darauf hinaus, ob es wirklich immer da ist, wo du bist. Also gut, wenn du nicht in Urlaub warst, kann ich nicht fragen, ob es auch in einem Hotel war. Also in Urlaub war ich die letzten 6 Jahre nicht, aber wenn ich irgendwo bei Kollegen oder Bekannten geschlafen habe, dann ist das da auch passiert. Findet das immer zu einer bestimmten Zeit in der Nacht statt? Also meinetwegen zwischen 3 und 4 oder so? Nee, da gibt es, ich sag mal, einfach kein System hinter, das ist urplötzlich. Das findet manchmal um 12 Uhr statt, manchmal um 3 Uhr, manchmal um 5 Uhr. Wie lange hält das denn, halten die Phänomene dann an? Eine Stunde oder geht es ganz schnell? Das ist unterschiedlich. Das ist komplett unterschiedlich. Das kann sein, dass ich einfach nur das Glas eben kurz ein bisschen bewege oder dass ich dann ganze Nacht im Prinzip High-Life-Party hier im Prinzip habe, so gesehen. Was glaubst du denn? Du wirst dir doch wahrscheinlich da unglaublich viele Gedanken drüber gemacht haben, wenn dich das 6 Jahre, das muss man sich aber vorstellen, 6 Jahre, dich malträtiert, diese Phänomene. Was glaubst du denn, was das ist oder was dahinter steckt? Also wir haben einiges über Poltergeister und sowas gelesen und es trifft auf verschiedene Sachen halt zu. Also direkte Gedanken kann man sich darüber nicht machen, weil die Phänomene sich ja immer abwechseln. Also du denkst schon, das sind Geister. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Woher und wer auch immer das sein mag. Das zehrt aber sehr an deinen Nerven, ne? Ja, also ich bin nicht mehr in der Lage, mittlerweile meine Hand ruhig zu halten. Ich bin sehr nervös, bin halt sehr, sehr schreckhaft, auch tagsüber, wenn irgendwo laut knallt oder sowas, da zucke ich sofort zusammen. Bin ziemlich aggressiv dadurch die letzten 6 Jahre über geworden. Hast du mal versucht, diese Ereignisse zu filmen, als Dokumentation? Also ich habe Fotos versucht zu machen. Wobei ein Film natürlich interessant. Also ich habe keine Videokamera, also von daher. Ja. Also Fotos habe ich versucht zu machen, zum Beispiel, wenn ich hier einen Schatten oder sowas gesehen habe, aber ja. Drauf war nie was. Du hörst aber nie etwas, also es gibt keine Stimmen, die du wahrnimmst.
Nein, diese, nur Geräusche und ja, sowas. Und diese Phänomene kommen auch nicht direkt an deinen Körper, dass du eine Berührung spürst oder einen Hauch oder Kälte oder irgendwas, das auch nicht. Kälte. Jedes Mal, wenn es passiert, wird es kalt. Mhm. Also man merkt richtig den Temperaturunterschied, vor allem in einer Ecke des Wohnzimmers ist es warm, in der anderen ist es kalt, zum Beispiel da, wo es passiert. Es klingt wirklich wie aus einem, ich sag's nochmal, wie aus einem trivialen, billigen Horrorfilm, ne? Ja, ist aber, das ist halt wirklich Realität. Hm. Du hast gesagt, dass 10, 11 Leute wissen davon oder haben das schon mal miterlebt. Ja. Wie haben die denn reagiert? Haben die nicht völlig panisch reagiert, wenn der ein oder andere das dann bezeugt und dabei war? Doch, zum Großteil schon. Und die meisten wollten auch, wo sie nachher gemerkt haben, dass das mehr oder weniger mit mir zusammenhängt, auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Bedeutet das, dass du eigentlich ziemlich alleine bist auf der Welt? Ziemlich, ja. Abgesehen von meiner Freundin jetzt bin ich ziemlich alleine. Ach, du hast jetzt im Moment schon wieder eine Freundin? Ich habe jetzt, nach anderthalb Jahren, habe ich wieder eine Freundin gefunden gehabt. Wie funktioniert das denn dann, wenn die bei dir übernachtet? Sie übernachtet meistens nicht bei mir. Es ist selten, dass sie bei mir schläft, wo sie das mitgekriegt hat. Das heißt, du übernachtest bei ihr? Auch weniger. Sie ist halt meistens tagsüber hier und manchmal halt am Wochenende ist sie dann halt zum Schlafen bei mir oder so. Mhm. Aber ansonsten... Hat sie denn das auch schon, hat sie das denn auch schon mitbekommen? Ja. Und wie geht sie damit um? Sie hat panische Angst halt davor. Mhm. Hast du Sorge, dass du sie nur auch wieder verlieren wirst? Ja, sehr große Sorgen sogar. Weil es ist ja egal, ob sie bei dir schläft oder ob du bei ihr schläfst, wenn es immer da ist, wo du bist. Ne? Es ist ja also völlig bei ihr schlafen kann ich nicht, weil sie bei ihren Eltern wohnt. Mhm. Mhm. Also von daher gesehen ist das schon mal ausgeschlossen. Mhm. Und ganz ehrlich gesagt möchte ich da dann auch nie schlafen, weil ich Angst habe, dass es dann da auch passiert. Hast du irgendwo, irgendwann, irgendwen schon zu Rate gezogen? Ich wüsste nicht, wen ich da zu Rate ziehen sollte. Du hast noch nie mit jemandem geredet, von dem du denken würdest vielleicht, dass der davon Ahnung hat. Nein, ich hatte mit meinem älteren Bruder zusammen im Internet rumgeforscht, ob es da irgendwelche Stellen gibt, die sich damit auskennen oder sowas, aber nichts gefunden hat. Also meines Wissens gibt es in Deutschland eine ganz seriöse Stelle, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigt. Das ist die Universität in Freiburg. Ja. Da gibt es einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Das sind renommierte Wissenschaftler, die sich genau mit solchen eigentlich nicht erklärlichen Phänomenen beschäftigen. Und ich würde dich gerne gleich an meinen Psychologen weitergeben, dass der dir die entsprechenden Adressen und Telefonnummern gibt. Ich glaube, dass das für die Leute, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, ein hochinteressanter Fall ist, den du beschrieben hast. Mhm. Wenn es denn alles stimmt, aber ich glaube dir schon, nachdem du das jetzt so ausführlich beschrieben hast. Ich hatte auch mal so einen Vorfall, dass ich nachts wach geworden bin. Mhm. Und klingt vielleicht lächerlich, ist es aber wirklich so, dass nachts was neben mir gelegen hatte. Mhm. Aber ich bin dann aufgesprungen. Ja. Ich habe mir aufgrund dessen, was alles passiert ist, damals eine Waffe zugelegt gehabt. Mhm. Hatte die Waffe genommen, bin aus dem Schlafzimmer raus. Und danach fehlten zum Beispiel 7 Stunden. Kam nachher mit der Waffe wieder rein, die war komplett leer geschossen. Also es wird immer mysteriöser, ne? Ist aber die Wahrheit. Ja, es ist nur wirklich die Frage, wie lange du sowas noch aushältst. Weil ich weiß es nicht. Also ich bin mehrere Male schon deswegen zusammengebrochen, auch im Krankenhaus gewesen, weil ich nervlich einfach am Ende bin. Ja, so. Deshalb muss wirklich was geschehen. Wie gesagt, ich bitte dich, dass du dich mit meinem Psychologen gleich noch unterhältst. Ja. Einmal, was diese Kontaktadresse betrifft zu dem Parapsychologischen Institut und vielleicht auch noch parallel dazu eine Hilfe für dich, dass du einen Menschen findest, der dich ein bisschen unterstützt und auffängt. Sprich, einen Psychologen, der sich auch ein bisschen auskennt mit solchen Sachen. Aber vielleicht kann das auch alles über diese Universität Freiburg laufen. Ja. Klingt sehr schlimm und sie klingt sehr verrückt. Völlig, völlig verrückt, Thomas. Klingt für jeden verrückt, der es mitkriegt. Glaube ich. Du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Okay, mache ich. Auf Wiederhören. Ich weiß ja wirklich nie, was ich den Sachen, ob ich das glauben soll. Aber ich weiß, da ich in der Familie so etwas auch schon mal erlebt habe, ich persönlich noch nicht, aber ich habe es in der Familie erlebt, dass eine Tante von mir über einen sehr langen Zeitraum mit solchen Phänomenen wirklich gequält wurde, bitter gequält wurde, nehme ich das schon sehr ernst, obwohl solche Schilderungen, wie Thomas sie gerade gebraucht haben oder gesagt haben, schon sehr nach Fiction sich anhören, ne? Nach ausgedacht. Aber
Es mag sowas geben. Vielleicht könnt ihr mir noch erzählen, wenn ihr so etwas auch schon mal erlebt habt, wie das war, was es war und wie es sich vielleicht aufgeklärt hat auch. Jetzt geht's weiter mit Alexander und Alexander ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Alexander. Sag mir bitte erstmal, bevor wir beide reden, deine Meinung zu dem, was du gerade gehört hast. Gruselig. Glaubst du es ihm? Es klang sehr danach, als ob es wahr ist, ja. Es ist super gruselig, ne? Ja, also ich fand es äußerst gruselig, wo ich jetzt hier sitze. Es ist ein bisschen dunkel bei mir und also... Ja, und man muss sich ja vorstellen, dass der Junge das 6 Jahre mitmacht schon. Ich glaube, ich würde schon völlig kollabieren, wenn ich das ein einziges Mal erleben würde, mal nachts, wenn bei mir irgendwas runterfallen würde, die Stereoanlage angeht und... Also ich weiß es nicht. Es ist schon verrückt. Zu deinem Thema. Zu dir, Alexander. Ja, das geht in eine ganz andere Richtung. Also da geht es um eine sexuelle Vorliebe von mir, beziehungsweise eine Fantasie ist es eher. Mhm. Und zwar habe ich so Fantasien, ich würde gerne mal meine Freundin, mit der ich 5 Jahre jetzt zusammen bin, mal mit einem anderen Mann sehen. Beim Sex. Ja. Haben viele Männer die Fantasie? Ist nur mal die Frage, ob die Frauen da auch Bock drauf haben. Ja, also ich habe schon mit ihr drüber geredet. Ah ja. Ja. Und sie hat also real keine Lust dazu, aber so in der Fantasie, also wir erzählen uns dann, oder sie erzählt mir irgendwelche Fantasien oder reale Begebenheiten aus der Vergangenheit von anderen Freunden, von Ex-Freunden. Und das macht dich dann an, wenn sie das erzählt? Ja. Ja, ein tiefes Ja. Warum ist das so? Warum würdest du gerne zugucken, während deine Freundin mit einem anderen Mann was macht? Warum? Tja, da haben wir selber schon drüber nachgedacht und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit Devotsein zu tun. Also so ein bisschen irgendwie, ich bin eigentlich nicht eifersüchtig, das sage ich zumindest immer von meiner Person. Und das ist irgendwie, das ist schwer zu sagen. Ja, aber inwiefern hat das mit Devotsein etwas zu tun? Ja, dass ich so ein bisschen halt, ich habe dann auch so Fantasien, dass die zwei sich vielleicht so ein bisschen über mich belustigen würden. Also ich bin da eher so eine Nebenrolle in den Fantasien. Ja. Also das macht mich halt trotzdem an. Das ist irgendwie ein bisschen verrückt, so vom Verstand her zu... Die Demütigung quasi, die daraus folgt, ist für dich etwas, was dir so einen Thrill vermittelt? So ein wenig, ja. So ein wenig, ja. Ich würde zwar auch durchaus mitmachen, aber... Wie stellst du dir das denn genau vor? Also da ist ein Mann mit deiner Freundin, nehmen wir an, auf eurem Bett, in Aktion. Wie weit entfernt möchtest du sein? Ja, ich würde schon mit auf dem Bett so nebenan sitzen, aber ja, vielleicht so einen Meter entfernt von der ganzen Geschichte. Würdest du gerne dabei angezogen sein oder wärst du auch nackt? Oder bist du nackt in der Fantasie? Ich wäre auch eher nackt. Du wärst eher nackt. Würdest du dich dabei befriedigen? Oder eventuell schon, ja. Das schon, ja. Also das könnte natürlich eine Richtung sein, dass dir das so einen Kick gibt, dieses gedemütigt werden. Könntest du auch noch sagen, was das Sexuelle ist, was dich da so anmacht? Oder ist es das? Ist das das Sexuelle? Ja, halt auch sehen, wie sie Lust empfindet. Und das halt durch einen anderen und das auch... vielleicht auch so ein paar Einzelheiten sehen, also ich möchte das jetzt nicht ausweiten, aber einfach wie ein Live-Porno sozusagen. Ja, ja. Ohne eifersüchtig zu sein, nur so ein bisschen eifersüchtig zu sein. Vielleicht so ein bisschen, denke ich. Also ich bin im Alltag eigentlich eher nicht eifersüchtig. In den Fantasien gibt es die Situation, dass du dann doch irgendwann, vielleicht am Ende, wenn es sich so richtig reingesteigert hat, alles, dass du dann auch mitmachst oder nie? Doch schon, aber halt eher ein bisschen dezenter zurückhaltend. Also vielleicht mal französisch bei ihr oder so, während sie ihm einbläst oder in der Richtung. Also das ist so deine große Traumfantasie, die sie aber gerne in der Realität nicht durchziehen möchte. Eher nicht. Eher nicht. Wir haben da, also ich meine, ich kann das nachvollziehen. So von der Vernunft her würde ich auch sagen, ist vielleicht kritisch, kann so eine Beziehung vielleicht in die Brüche gehen. Vom Trieb her würde ich sagen, mal ausprobieren. Ne? Aber sie sagt eher nicht. Nee, dann kann man es auch nicht machen, wenn sie es nicht will. Ich glaube schon, wenn beide einen klaren Standpunkt haben, dass man das durchaus machen könnte. Aber da müssen beide wirklich ganz gefestigt sein und es auch wollen. Noch eine Frage zu deiner Fantasie. Sollte das ein fremder Mann sein
ein ganz Fremder oder wär's dir sogar lieber, wenn es ein Mann aus dem Freundeskreis wäre? Oder dein bester Freund? Oder weiß ich was? Mein bester Freund nicht unbedingt, aber da in der Richtung hat wieder meine Freundin einige Vorstellungen, wer es denn dann sein könnte. Achso, wenn schon, dann aber schon jemand aus ihrem Bekanntenkreis dann? Ja, also für mich ist eigentlich bei der Sache nur wichtig, dass sie ihn attraktiv findet und irgendwie anziehen, dass sie auch halt Spaß dabei hätte. Umgekehrt jetzt, hat denn deine Freundin auch Fantasien, die sie dir erzählt und die vielleicht nicht so realisierbar sind? Nee, eigentlich das nicht. Also bist du jetzt hier der schlimme Finger. Genau, das, was sie an Fantasien hat, das leben wir halt auch aus. Das sieht aus. Ich sag mal in Anführungsstrichen normale Sachen. Ja. 5 Jahre, na gut, dann kann das natürlich auch so hochkommen, ne? Dass man vielleicht so den üblichen Sex kennt oder dass man sich sehr gut kennt, ihn und auswendig kennt und Lust hat auf irgendwelche neuen Dinge. Ja, obwohl ich hatte das schon von Anfang an. Ach so. So ein bisschen liegt das begraben vielleicht in meiner ersten Freundin. Ja. Die hatte mir mal sowas genannt, so Interessen in der Richtung mal mit einem anderen was anzufangen und das hat mich damals schon irgendwo erregt und wir hatten dann mal versucht, so ein Abkommen zu machen, sowas auszuleben. Mhm. Das ist aber dann irgendwie nie was draus geworden. Kurz danach ist die ganze Beziehung in die Brüche gegangen. Und seit der Zeit ist das so, irgendwo so eine, im Kopf schwirrt das rum. Es gibt aber nicht die Fantasie, dass deine Freunde mit einer anderen Frau in deiner Anwesenheit. Ist jetzt primär nicht so die Fantasie, fände ich aber auch in Ordnung. Hättest du auch nichts gegen einzuwenden. Wäre auch okay, genau. Ja, was machen wir jetzt? Also deine Freundin will es nicht, das heißt, es geht nicht. Ist das jetzt wirklich ein Problem oder kannst du damit leben, dass sie sagt, nein? Also ich kann schon damit leben, weil letztendlich sehe ich das so, wie du das vorhin gesagt hast, es muss beiden gefallen. Mhm. Na? Und ich denke mal, sie geht auf meine Fantasien ja ein. Ich meine, ihr macht das ja schon recht gut, indem ihr das auch ganz offen aussprecht. Du sprichst es ganz offen aus und sie nährt auch noch ein bisschen deine Fantasien, indem sie dir Geschichten von früher erzählt, was andere Freunde mit ihr gemacht haben. Ja. Ist das doch vielleicht sogar so ein kleiner Mittelweg, ne? Ist ein Mittelweg. Wir haben auch schon versucht, im Internet über Chat halt sowas zu machen. Das ist so das, was sie an sich rangelassen hat, dass wir halt mit anderen Männern gechattet haben. oder bist du Filou so drauf, nach dem Motto, steht da Tropfen, höhlt den Stein, dass du denkst, irgendwann kriege ich sie schon rum, dass sie mitmacht? Naja, so ein bisschen ist vielleicht der Gedanke schon da, dass ich eventuell was entwickeln kann. Ja, wenn sie von sich aus irgendwann mal sagt, also jetzt wäre es dann vielleicht die Situation soweit, sag ich nicht nein. Ne? Ist mir schon klar. Aber ich will sie jetzt nicht drängen. Nein, natürlich nicht, überhaupt nicht. Ich wünsche, dass ihr die Sachen macht, die euch beide richtig antörnen und die euch beiden richtig Spaß machen. Mhm, alles danke. Gute, Alexander. Schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Auf Wiederhören. Alles klar, tschüss. Jo. Vera, 47 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Vera. Ich mache jetzt mal so. Jetzt ganz schlecht. Ja, das kommt aber ja schon allmählich. Ich mache mal so ein bisschen jetzt eine Umfrage bei meinen Anrufern heute. Du hast gerade das erste Gespräch auch mitbekommen, ne? Ja. Dieses Spukphänomen seit 6 Jahren. Was denkst du darüber? Ja, erstmal habe ich gedacht, okay, er verarscht dich, ne? Mhm. Aber auf eine andere Art ist uns vor knapp 1,5 Wochen ungefähr so etwas Ähnliches passiert. Also unser Sohn lag im Sterben und darum geht jetzt die ganze Geschichte hier. Ja. Und ich sagte zu meinem Mann, hör mal, mir kommt das irgendwie heute nicht komisch, also so ganz komisch vor. Mhm. Und ich merkte, dass irgendwie die Gardinen wehten und ich kann es nicht beschreiben. Und kurz später sagte mein Mann, nachdem ich ihn darauf angesprochen hatte, du, mir geht es nicht anders, ich höre auch Laute. Also die Gardinen wehten und ihr habt doch was gehört. Kannst du das also ich sitze auch jetzt im Schlafzimmer und sehe dich und ich habe dich den Abend auch da gesehen und irgendwie gingen die Gardinen, die Türe, es war als wenn jemand im Raum wäre. Mhm, und ich guckte immer wieder zur Tür, weil ich irgendwie annahm, mein Mann kommt im Moment rein oder so. Ne? Aber dein Mann kam nicht rein? Nein, er kam nicht rein. Mhm. Und kurz später sagt er zu mir, hör mal, das habe ich auch empfunden. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass als dein Sohn gestorben ist? Nein, er ist nicht gestorben, er lebt noch. Und darüber wollte ich eigentlich mit dir reden. Ja, erzähl mal, was ist denn da los? Ja gut, ich hatte letzte Woche schon mal angerufen, einfach so aus heiterem Himmel. Mein Sohn, mein Mann und ich, wir saßen im Wohnzimmer und da haben gesagt, ach, wir rufen jetzt mal Domian an. Mhm, und da hattest du das Thema der Tag X. Mhm. Ja, und da haben wir dann so gedacht, ja gut, bei
weil dein Kollege sagte, nee, wir haben heute ein festes Thema, aber wir hatten kein Zeitgefühl mehr. Und da habe ich dann nur gesagt, ja gut, aber das passt Tag X. Denn einige Tage vorher wurde uns gesagt, dass unser Sohn nur noch 72 Stunden zu leben hätte. Wie alt ist denn euer Sohn? 26. 26. Und warum nur noch 72 Stunden? Er ist ins Leberkoma gefallen. Ins Leberkoma? Ja, das heißt, er ist schwer leberkrank. Ja, er hat eine Blutkrankheit. Die hat sich auf die Leber gedrückt. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Und er war jetzt monatelang im Krankenhaus. Und irgendwann kam der Tag und er hatte wirklich die Anzeichen, dass er ein Leberkoma hatte. Ja. Er war verwirrt. Genau, ich wollte fragen, was bedeutet Leberkoma genau? Also du sagst, ja, er ist verwirrt, ist nicht ansprechbar. Die Leber setzt aus, total. Ach, das heißt, es ist wirklich dann ein Koma-Zustand. Ist nicht, ja, natürlich. Ja, ausgelöst so, durch das Versagen der Leber. Genau. Und das fing alles letztes Jahr ungefähr um diese Zeit an. Er bekam eine Gelbsucht, irgendwie ganz normal. Und ja, dann wurde uns gesagt, dass er eine aplastische Anämie hat. Das heißt genau? Das heißt, dass sein Knochenmark sein Blut zerstört. Ich bin gerade meine Brille am Suchen, aber jetzt finde ich sie. Ich habe sie oben am Kopf. Ja, wir müssen die Spezialbegriffe ja vielleicht auch gar nicht so nennen. Erzähl du es ganz einfach so mit deinen Worten. Ja, also wie gesagt, sein Blut wurde permanent zerstört. Er musste immer Blutplasma und alles Mögliche zu sich nehmen. Dann hat man das so einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Ja. Und er bekam dann sehr schwere Medikamente, also irgendwie eine Art von Chemo, die er immer zu sich nehmen musste, in Tablettenform. Und er konnte auch damit leben. Er wurde dann entlassen aus dem Krankenhaus. Ja, und in dem Moment fing er an, eigentlich irgendwo ein bisschen durchzudrehen. Inwiefern? Er hatte eine feste Freundin. Ja. Verließ sie dann für eine andere irgendwo aus dem Internet und wir hatten alle kein Verständnis. Und trotzdem haben wir uns immer wieder gesagt, na klar, er steht ja kurz vorm Tod. Wir wussten, also es kann nicht lange dauern. Also das hatte man damals auch schon gesagt? Ja, das hatte man uns gesagt. Sehr, sehr ernst. Wir wussten aber nicht, ob es ein Virus oder ein Bacillus ist. Genau, woher hatte er sich diese Gelbsucht eigentlich geholt? Das weiß man nicht. Das weiß niemand. Das weiß niemand. Er war vorher ein ganz normaler, gesunder, junger Mann. Ganz normal, jung, gesund, quietschfidel. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Tag, wo man dir gesagt hat oder euch gesagt hat, das war ja nun kürzlich, er hat nur noch 72 Stunden zu leben. Ganz genau. Kurzer Einschub, als man euch das gesagt hatte, da hast du dieses Phänomen erlebt mit den Venen. Ganz genau, ja. Das war Das war sonntagsabends. Und zwar, Moment, ich muss jetzt überlegen. Donnerstagnachmittag. Ja. Ich war vorher noch im Krankenhaus, er hatte eine Magenspiegelung. Und er hatte so viele Untersuchungen, er konnte nicht mehr. Er kam auch gar nicht mehr richtig bei, ist mir aber auch nicht aufgefallen, weil ich im Glauben war, naja, nach dieser Magenspiegelung hat man ihn wieder unter Medikamente gesetzt. Ne? Ich war mit meiner Schwester da, bin dann auch nach Hause gefahren und meine Tochter rief uns dann aufs Handy an. Die kam Gott sei Dank an und sagte, Mutti, unser Frank ist gerade in die Intensivstation gekommen. So, wir natürlich sofort dahin. Dazu muss ich sagen, mein Mann ist nicht der leibliche Vater von meinem Sohn, aber ist ein super Verhältnis. Ne? Ja, ja. So, und da sprachen uns dann die Ärzte an, er würde jetzt langsam aber sicher ins Leberkoma fallen. Und man nannte diese Zahl von 72 Stunden. Und die Zahl von 72 Stunden, wo allerdings in der Zeit schon 3 oder 4 Stunden um waren. Verstehe. Und abends gab es dieses Phänomen dann mit der Wohnung? Mit den Gardinen? Das war sonntags. Nein, ich meine, am Abend gab es dann das Phänomen mit den Gardinen. Ja, ich habe verstanden. Das Phänomen kam erst Sonntag. Ach, Sonntag, dann am Sonntag. Genau. So, nun sind 72 Stunden ja nun schon vorbei, seitdem man dir das gesagt hat. Genau. Wie geht es denn deinem Sohn oder deinem Sohn heute? Und das ist das Schreckliche an der ganzen Sache. Wir haben natürlich die Stunden gezählt. Ich versuche auch im Moment, das alles aufzuschreiben, um damit fertig zu werden, irgendwo. Und der Sonntag kam, die 16 Uhr kam. 16 Uhr ungefähr war der Zeitpunkt. Ja, und es war keine Leber da.
Ach, er sollte transplantiert werden. Ja, natürlich. Mhm. Entschuldigung, habe ich jetzt vergessen. Mhm. Jedenfalls kurz nach vier, wir wurden in so einen Warteraum gesetzt, kam ein junger Mann auf uns zu, ein sehr netter junger Mann, aber so Arzt, junger Pastor. Mhm. Und da habe ich so angenommen, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. Mhm. Wir wussten, es ist jetzt vorbei. Ja, ja. Um 16 Uhr. Ja. Und dieser Mann kam rein und stellte sich vor als einer von diesen Vertretern, der diese, ja, wie nennt man das jetzt, diese Organspenden betreibt, mhm, auf Deutsch gesagt. Mhm. Mhm. Und er sagte uns, er hätte eine Leber. Mhm. Das hat euch nicht tierisch glücklich. Ja, das hat euch nicht ein Arzt gesagt, sondern dieser junge Mann. Wahrscheinlich im Auftrag auch der Ärzte hatte. Ja, natürlich, ja, im Auftrag. So, dann ist dein Sohn operiert worden? Ja, aber erst 10,5 Stunden später. Mhm. Das ist ja alles ganz frisch noch, ne? Ist ein paar Tage her. Vergangene Woche Sonntag. Ja. Wie ist jetzt sein Zustand heute? Ja, ich bin so nah am Nervenzusammenbruch, ich weiß es nicht. Mein Mann versucht mich immer aufzufangen. Und also irgendwie, wir versuchen damit klarzukommen, ne? Ja, aber wie ist sein Zustand heute? Mein Zustand. Nein, sein Zustand. Wie sein Zustand, ja, ist schrecklich. Also die Transplantation hat er überstanden? Ja. Und wie geht es ihm denn jetzt seit der Operation? Ganz genau. Er ist dienstags, also Sonntagnacht um 2:30, von Sonntag auf Montag, ist die OP erfolgt. Mhm. Morgens um 7:30 rief uns der Chirurg an und sagte, es war alles super. Mhm. Aber er kam nicht zu sich. Ah ja. Wie ist denn, ich frage es jetzt nochmal, du bist ja auch gleich ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, natürlich, ich bin sehr aufgeregt. Ja, und bist auch sehr, sehr traurig aufgrund der schlimmen Ereignisse. Sein Zustand ist der, dass er geistig und körperlich nicht mehr normal ist. Vielleicht auf den Zustand eines dreijährigen Kindes. Er ist aber bei Bewusstsein im Moment. Ja, aber lange dauerte es, ne? Wie kann man sich das erklären, dass ihn das jetzt auch geistig so zurückgeschlagen hat? Man erklärt sich das so, dass dieses Ammoniak, was die Leber ja freigibt, in sein Hirn ging. Mhm. Er war vorher schon wirklich sehr nervös und auch ein bisschen bösartig. Mhm. Und er hat einfach zu lange über die Zeit noch gelebt. Verstehe. So, jetzt kann man sagen, die Operation ist... Was das Operative anbelangt, ist gut gelaufen, aber sein Zustand ist sehr schlecht im Moment und sehr bedenklich und für euch traurig. Nein. Eigentlich war der Zustand sehr, sehr gut. Wir haben uns damit abgefunden, dass er lernen muss, dass er vielleicht ein kleines Baby erstmal ist und dann 3 Jahre und dann 4 und dann 5 Jahre. Mhm. Er hat sonderbarerweise einen sehr großen Bezug zu meinem Mann. Das heißt, es gibt jetzt eine Hoffnung, dass ihr ihn wieder so, ich sag mal, so nach oben trainieren könnt. So erzählt man uns das. Hast du denn auch den Eindruck, dass das funktioniert? Oder kann man da noch gar nichts so richtig sagen? Nach dem heutigen Tag nicht mehr. Das heißt, es gab heute wieder einen Rückschlag, so für euch auch, in dem, was ihr da gesehen habt. Er war heute sehr aggressiv und dann kam ein Onkologe an, also einer von der Blutkrebsstation praktisch. Mhm. Und sprach ihn an und tat so, ja gut, ne, er kannte ihn nicht. Mhm. Und da sagte ich nur, hören Sie mal, mein Sohn kann Ihnen keine Antwort geben, er versteht nicht, was Sie sagen. Mhm. Naja, dann habe ich ihm so einiges erklärt und dieser Onkologe sagte mir dann, dass seine Blutwerte, wo ich im Glauben war, die wären sehr gut und die waren eigentlich auch sehr gut in den letzten Tagen, dass die so weit gefallen sind, dass er wieder eine Knochenmarkspende, eine Knochenmarktransplantation geht ihm dann schon sehr schlecht, das merke kriegen ich muss. Ja. So, und ich weiß, dass mein Sohn fürchterliche Angst hat. Mhm. Das habe ich dem Mann auch gesagt. Mhm. Und mein Sohn hat auch kurz vorher zu mir gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Ich will, überhaupt, diese Untersuchung nur noch unter Schlafmitteln. Also mir ist völlig klar, dass dich das super durcheinander bringt und durcheinander. Völlig klar. Deshalb mache ich folgenden Vorschlag. Du legst bitte jetzt mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an und bereden das jetzt nicht alles weiter in der Öffentlichkeit hier. Okay? Okay. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören.
Und alles Gute für dich und dein Team. Das ist ja nett von dir. Wir hören dich jede Nacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Vera. 1.35 Uhr und 10 Sekunden, kleine Pause. Nur 35, 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Und nach den traurigen inhaltlichen Dingen von gerade mal was Nettes, bekomme gerade hier eine E-Mail, ein Fax. Hi Jürgen, woher hast du das coole blaue Oberteil, welches du trägst? Vielen Dank für deine Antwort. Das coole blaue Oberteil habe ich von meinem Freund und Mitarbeiter Jan Hölz, der im Hintergrund gerade arbeitet. Der hat mir das ausgeliehen. So geht das hier bei uns. Wir kaufen alle Leute schöne Sachen ein und ab und zu kriege ich das dann mal und trage das hier auf in der Sendung. Ja, ihr Lieben, es geht weiter mit Felina. Felina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Felina. Du lachst. Ja, oh nee. Weil du aufgeregt bist. Ein wenig, ja. Ja, jetzt frage ich dich auch. Ich mache es heute mal die ganze Sendung durch. Mhm. Ich hoffe, du hast auch den allerersten Anrufer gehört. Ja, auf jeden Fall. Da wollte ich nachher noch was zu sagen. Ja, dann sag's gleich erst am Anfang. Thomas, der von 6 Jahren Spuk erzählt in seinem Haus, ja, was wie poltergeistig anhört. Ja. Was denkst du dazu? Ich habe mal, sag ich mal, so ein sehr gutes Buch gelesen. Und das hat es viel mehr damit zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass er das sogar selber ist. Mhm. Dass er irgendwie Unmengen an Energie freisetzt oder in sich hat, dass er das selber ist. Mhm. Und in der Geschichte war das so halt, vielmehr es war eine wahre Geschichte, dass diese Frau durch irgendwelche Gründe, sei es jetzt zum Beispiel Liebeskummer oder sonst was war, immer dann diese Energie freigesetzt hat. Mhm. Das muss dann überhaupt gar nichts mit Geistern oder irgendwelchen Jenseitswelten zu tun haben, sondern es ist die eigene Person, die wirklich eine Kraft freisetzt, die wir so üblicherweise nicht definieren können, was das für eine Kraft ist. Halte ich auch für möglich, sowas, ja? Keine dumme Idee. Ich meine, ich kann es mir auch vorstellen mit Geistern, ja, aber ich finde es auch schon vorstellbar, was eigentlich nicht so oft erwähnt wird, dass man es wahrscheinlich selber ist. Mhm. Ne? Ich glaube, dass ganz viele Dinge noch unerforscht sind, die nicht greifbar sind und nach üblichen wissenschaftlichen Kriterien auch nicht fassbar sind. Ne? Eben. Ja. Ja, es gibt sehr viel Energie, ne, schon auf der Welt, die man halt nicht erfassen kann. Mit Sicherheit, das glaube ich auch, ja. Felina, das ist aber ein ungewöhnlicher Name, ne? Italienisch, Felina. Ist richtig ausgesprochen, ne? Felina, ja. Felina. Mhm. Um was geht's? Ja, und zwar, ich habe auch wieder so ein Thema. Und das war, und zwar merke ich, wenn Freunde aus meinem, vielmehr Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis sterben. Ach so, dann sind wir ja schon fast in der Nähe dieser Grundthematik. Ja, auch. Ja. Eins von vielen wahrscheinlich. Mhm. Und das wirkt sich zum Beispiel jetzt so aus in Träumen, obwohl es nie irgendwie konkrete Träume sind über diese Person. Zwar hat man irgendwie, wenn man, sag ich mal, nach irgendeinem Traum aufwacht und das Gefühl hat, es stirbt jemand. Das ist irgendwie so eine Art tiefe Trauer, die man in dem Moment empfindet, aber auch schnell wieder weg ist. Mhm. Irgendwie. Ist dir das, wie oft ist das schon passiert, dass du es quasi vorher gesehen, vorher geträumt hast? Bis jetzt insgesamt, so wie ich das so mitgekriegt habe, wo ich glaube, waren 6 Mal. 6 Mal schon? Ja. Das ist immer sehr viel, ist das. Waren das wie nah waren die Leute um dich herum? Waren das enge Freunde? Bei 2 waren es nicht so. Also es waren zwar Verwandte, sag ich mal so eine Großoma oder eine Großtante, oder mit denen ich eigentlich so wenig, ich kannte sie zwar, aber ich hatte nicht viel Kontakt mit ihr. Ja. Und das andere war auch irgendein Onkel, meine ich. Also die waren schon weiter entfernt, aber die anderen 4 waren schon halt 2 gute Freunde von mir und 2, die ich auch gut gekannt habe, sag ich mal so. Träumst du dann auch das ganz konkret, wie sie versterben? Nee, gar nicht. Es kommen manchmal nicht mal diese Leute vor in den Träumen. Mhm. Das ist ja das Eigenartige bei der Sache. Ich weiß nur, wenn ich morgens aufwache, dass irgendjemand wieder stirbt.
Ach so, du weißt, wenn du, wenn du aufwachst, weißt du die Person konkret, weißt du dann nicht, die sterben wird? Du hast nur das Gefühl, es stirbt jetzt wieder einer. Ja, das hatte ich, das einmal hatte ich eigentlich nur, als meine Uroma gestorben ist. Da war ich, sag ich mal, beim Einkaufen und da traf mich das wie ein Blitzschlag und ich sagte zu meiner anderen Oma, mit der ich einkaufen war, Oma ist gestorben. Dachte ich zu ihr. Das war aber kein Traum, das war dann halt wirklich ganz, mitten im realen Leben, ne? Genau, das war, wie sag ich mal, so ein Blitzschlag halt, ne? Und sie lag ja auch schon im Sterben, aber keiner wusste wann genau, weil es hat sich immer so hin und her gezogen. Was war denn das für ein Gefühl, was dir dann gesagt hat, die Oma ist gestorben? Beschreib das mal. Also es war eigentlich halt nur, sag ich mal, so wie eine Stimme, die mir in dem Moment gesagt hat, Oma ist gestorben. Also eine wirkliche Stimme mit Worten oder war es doch eher ein Gefühl? Aber wenn es eine Stimme war, kann es kein Gefühl sein. Beides irgendwie. Mhm. Ich sage ja, in dem Moment, das ging so schnell, das war wie so eine Idee halt. Mhm. Als so direkt ins Gehirn geschossen. Und ich habe das auch schon einige Mal gehört, dass Leute also Tode vorher träumen. Mhm. Und habe dann immer erzählt bekommen, dass den Menschen das große Angst macht. Ja, es macht mir auch Angst. Also es fiel mir nicht so wirklich jetzt Angst. Ich bin unsicher, sag ich mal so, weil ich nicht ganz damit umgehen kann. Ja, wie will man damit auch umgehen, ne? Ja, eben. Und vor allen Dingen, wenn man dann morgens aufwacht und das Gefühl hat, jetzt stirbt wieder jemand, hat man natürlich wirklich Angst. Wer ist es? Ist es jemand ganz nahes oder? Ja, genau. Ja? Und das meine ich auch. Man weiß nie, ob es nun die eigenen Eltern sind oder die Geschwister. Mhm. Ich liebe meine Geschwister abgöttisch, sag ich mal so. Hast du sonst auch so irgendwie so eine andere, ja, weiß ich, so eine Affinität zum sechsten, siebten, achten Sinn irgendwie? Oder bezieht sich das jetzt nur ausschließlich auf dieses Phänomen, wie du es gerade beschrieben hast? Also ganz extrem ist es halt das mit den Träumen, also ich meine, das liegt irgendwie in der Familie, ich weiß es nicht. Das muss von Generation irgendwie, sag ich mal, weiter vererbt werden. Meine Oma, die jetzt Gott sei Dank noch lebt, sag ich mal so, hatte früher immer, sag ich mal, so eine Art Schutzengel bei sich, den sie sogar gesehen hat. Es war irgendwie immer diesen Mann, der, schwarz gekleidet war und einen riesengroßen schwarzen Hut auf hatte. Und wenn sie den gesehen hat, der stand sogar in ihrem Schlafzimmer und saß auf ihrer Couch, obwohl sie allein gelebt hat. Und in dem Moment wusste sie wieder, dass irgendwas passiert, wenn sie ihn sieht. Ah, dann ist es ja erklärlich. Da liegt irgendwas in der Familie bei euch. Ja. Ne? Ja. Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich meine, solche Gefühle, die du beschrieben hast, auch das muss ja nichts mit Jenseits oder Geistern zu tun haben. Das kann ja auch sein, dass das einfach Energiefelder sind, die sich in irgendeiner Weise eine Bahn bereiten zu dir hin, weil du empfänglich bist. Weil du ein Talent, irgend sowas, weil du vielleicht eine Sensibilität hast, die meisten normalen Leute vielleicht nicht haben. Ja. Oder wir wollen es nicht haben, weil wir gar nicht so konstruiert zu sein. Ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich habe es mir auch schon mal so vorgestellt und mache sich da ja auch Gedanken drüber. Ne? Ist ja klar. Ich habe mir auch oft schon gewünscht, das eigentlich nicht zu haben, weil die erste Zeit war das erste Mal hatte, hatte ich das so heftig, da hatte ich 4 Wochen vorher richtige Angstzustände. Also ich hatte immer das Gefühl, das waren nicht meine Gefühle. Es kam von einer Sekunde auf die andere, da hatte ich tierische Angst und Schweißausbrüche gekriegt und das war erst vorbei, als mein bester Freund gestorben ist. Wie alt warst du da? Das war vor 2 Jahren. Also das Ganze ist dann relativ frisch bei dir erst, ne? Also das gibt's dann seit 2 Jahren. Ne? 4 Wochen vorher quasi so eine Anlaufzeit gehabt. Ja. Und nach diesen 4 Wochen war es dir klar, dass jemand sterben wird oder ist er dann gestorben? Da war es mir nicht klar, weil es war das erste Mal, wo ich es halt so heftig hatte. Und da hatte ich überhaupt noch ich konnte es mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie das merke, dass jemand stirbt. Es war ganz neu und ich wusste nicht, wo ich diese Angstzustände her habe. Eigentlich würde ich dir wünschen, dass du solche Träume nicht mehr hast, weil sie letztendlich bringt es ja nichts und es macht dir nur Angst und du kannst damit nicht umgehen. Also ich sag mal, mittlerweile kann ich es eigentlich wirklich, glaube ich schon, weil ich habe Gott sei Dank Familie hier, die, wenn ich das, denen erzähle ich das auch sofort und ich lerne, glaube ich, mittlerweile umzugehen, ne? Ich habe auch nicht mehr so große Angst davor. Ja. Geht schon. Hoffen wir, dass es sich nicht weiter dass es sich nicht ausweitet oder dass es noch komplizierter oder komplexer wird. Kann ja nur besser werden. Hoffen wir das. Felina, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, danke. Alles Gute, tschüss. Jetzt sind wir fast
beim Thema meines Hinweises, den ich euch jetzt sagen möchte. Wir haben morgen nämlich wieder ein festes Thema und morgen heißt das Thema Sterben. Und ich möchte mich sehr gerne mit euch natürlich über den Tod unterhalten, vielleicht auch über Sterbehilfe. Über Trauer möchte ich mich mit euch unterhalten, auch mit Angst vor dem Tod. Letztendlich über alle Themen, die mit Sterben zu tun haben oder mit Sterbenden zu tun haben. Das ist unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Sterben hier bei uns. Ich bin verbunden jetzt mit Wolfgang und der ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Wolfgang. Hallo. Ich frage dich auch mal kurz zu dem ersten Anruf. Hast du den gehört, den Thomas? Nee, nicht direkt. Also ich habe vorhin jetzt eingeschaltet, weil nicht ich ganz. Hier aufgewacht bin. Okay, dann kannst du dazu nichts sagen. Dann kommen wir gleich zu deinem Thema. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, heute ist ein Jahrestag, wo meine Freundin ums Leben gekommen ist. Deine Freundin? Ja, meine Freundin. Ja, vor einem Jahr? Nee, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Was ist da genau passiert? Ja, die war bei mir zu Hause und da musste sie nach Hause, hatte kein Auto zur Verfügung. Mhm. Und da hat die Onkel sie abgeholt und hab nicht mitbekommen, dass sie unter Alkohol stand. Mhm. Also beim besten Willen nicht mitbekommen. Da sind sie losgefahren, 4 Stunden später ging aber auch mein Funkmeldeempfänger von der Feuerwehr los, dass sie zum schweren Verkehrsunfall gerufen wurden. Moment. Wer wurde gerufen? Du? Von der Freiwilligen Feuerwehr. Ach, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ja, war ich drin. Warst du? Mhm. Und ja, sind wir auch hingefahren. Und sind wir auch angekommen und da kamen schon die ersten Kollegen mir entgegengerannt und haben mich festgehalten. Ja. Und ich wusste im ersten Moment auch gar nicht warum, mhm, oder weswegen. Ich habe mhm nur wohl gesehen, dass da wirklich ein schwerer Verkehrsunfall war. Mhm. Und da ist der Onkel frontal im anderen Wagen reingefahren, im Gegenverkehr. Ja. Und habe mich doch noch durchgekämpft dahin und da haben sie sie erstmal rausgeschnitten. Und du hast quasi nichts an, du hast gedacht, du kommst zu einem Verkehrsunfall, wie du schon oft zu einem Verkehrsunfall gekommen bist, und hast dann deine eigene Freundin und den Onkel gesehen. Ja, und da haben wir sie auch rausgeschnitten, den Onkel konnten sie sowieso rausholen. Hast du denn dabei auch noch geholfen? Nee, ich habe meine Freundin gehalten und da ist sie auch in meinen Arm gestorben. Mhm. Weil der Rettungswagen auf dem Land dauert das halt länger, bis der Rettungswagen da ist, weil die meistens 15 oder 20 Kilometer sind die Rettungsleitstellen positioniert. War sie noch bei Bewusstsein, als sie in deinem Arm lag? Ja, erste Zeit und dann ist sie einfach weggekippt. Hat sie da noch was sagen können zu dir? Ich konnte es nicht verstehen, weil Blut kam mit aus dem Mund raus, weil die Lunge und innere Organe waren wohl zerquetscht, wie ich später gewahr wurde. Hast du denn was sagen können zu ihr oder hast du was gesagt zu ihr? Ich weiß es nicht mehr. Du weißt es nicht mehr. Du standst doch da natürlich unter Vollschock schon, ne, in dem Moment. Ja, und ich meine, der Seelsorger von der Feuerwehr hat mir viel geholfen, aber jede Nacht oder jede zweite Nacht wacht man wieder auf, hat man die Augen wieder vom, die Bilder wieder natürlich, vom Auge. Natürlich. Wie ging das denn dann, Wolfgang, in der Nacht dann weiter? Dann ist deine Freundin in deinen Armen verstorben bei diesem Verkehrsunfall. Was hast du dann gemacht danach? Da kann man doch nicht einfach nach Hause gehen. Oder bist du mit ins Krankenhaus gefahren? Oder? Nee, da sind alle von der Feuerwehr mit mir zusammen mit dem Seelsorger im Feuerwehrhaus geblieben. Mhm. Die ganze Nacht? Ja, haben wir drüber gesprochen. Nur ich war gar nicht ansprechbar. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, was wir dann alles gesagt haben. Mhm. Nur ich fühlte mich auch irgendwie total hilflos, erstmal in der Feuerwehr, um Menschen zu helfen. Und dann will man helfen und man kann nicht helfen. Mhm. Und man ist aufgeschmissen damit. Ja, und dann betrifft es noch einen selbst so persönlich, dass es die eigene Freundin ist. Ja, und das ist ja das besonders Schlimme. Du bist ja wahrscheinlich vorher schon oftmals damit konfrontiert worden, dass du nicht helfen konntest. Aber das war ja nur ein ganz, ganz besonderer Vorfall. Wir haben normalerweise nicht so schwere Unfälle gehabt, aber gerade der Unfall war so schwer. Und also es lag eindeutig daran, dass der Onkel zu viel Alkohol getrunken hat und folglich zu schnell gefahren ist und auf die gegenüberliegende Fahrbahn kam. Ja, das so ergeht das aus dem Polizeibericht. Ist denn der Onkel unverletzt geblieben, oder? Er ist jetzt wieder voll hergestellt, aber ich meine, ich konnte mit ihm bis jetzt nicht reden und wenn ich mit ihm reden würde, ich glaube, ich würde ihn am Hals springen. Mhm. Da und war ich dann bin auch sauer auf mich selber, weil ich es selber nicht mitbekommen habe. Ich bin also auch erst gewahr geworden, als ich das von der Polizei gewahr worden bin. Mhm. War der denn später. War der lange dann noch bei dir in der Wohnung oder ging das relativ schnell? Hat er nur geklingelt und hat gesagt, komm? Hat nur an der Tür geklingelt, hat gesagt, er wäre da und dass er dann wieder gleich los wollte. Ja gut, wie willst du das denn dann auch bemerken, wenn er gar nicht in der Wohnung war und ihr euch nicht unterhalten habt?
Ja, aber irgendwie denkt man dann, wenn man es bemerkt hätte, dann hätte man ändern können. Aber er war, also bist du denn noch runter mit deiner Freundin zum Auto gegangen? Nee, leider nicht. Das auch nicht. Also du hast ihn gar nicht gesehen quasi, den Onkel. Nur kurz vor der Haustür, also vor der Wohnungstür. Also in einer aber entsprechenden Entfernung, ne? Ja. Du warst gar nicht nah an ihm dran. Nee, auf gar keinen Fall, weil ich habe ja auch an sowas nicht gedacht. Mhm. Man rechnet ja auch mit sowas nicht. So, hast du dich verabschiedet von deiner Freundin? Deine Freundin ist dann rausgegangen zum Auto und die sind losgefahren. Da war ja dann noch ein anderes Auto auch beteiligt an dem Unfall, nämlich das, in das der Onkel reingefahren ist. Gab es da auch Schwerverletzte? Ein Leichtverletzter. Ein Leichtverletzter. Also der ist nicht so in Mitleidenschaft gezogen worden dann. Mhm. Ich meine, man hätte es verhindern können. Man hätte es einfach verhindern können. Mhm. Hast du denn heute oder danach dann noch Kontakt zu den Eltern deiner Freundin gehabt? Ja, unbedingt. Also ich habe absolut Kontakt zu denen. Mhm. Auch sehr gut noch. Und nur das Problem ist, man kann auch keine andere Beziehung anfangen. Das wollte ich dir gerade fragen. Nur sind 2 Jahre vergangen. Es gibt ja immer so diesen blöden Spruch, oder vielleicht auch nicht blöden Spruch, aber manchmal ist es schon ein blöder Spruch. Zeit heilt alle Wunden, aber wie weit ist es denn bei dir schon ein wenig verheilt? Also, ich habe dauernd Albträume. Mhm. Ich habe schon mal versucht, eine neue Beziehung anzufangen. Mhm. Die Partnerin hat das da nicht verstanden und ich halte das auch nicht durch, wenn die Partnerin dann irgendwie wegfuhr mit dem Auto, dann habe ich schwitzige Hände schon gehabt, dass ich vielleicht nicht wiedersehe. Mhm. Und das macht einen kaputt. Ja. Das heißt also, diese 2 Jahre stehen ganz unter dem Zeichen dieses schweren, traurigen Unglücks. Ja, und das Schlimmste ist ja, ich war auch schon mit der Freundin da sechs Jahre zusammen. 6 Jahre zusammen. Mhm. Und dann durch so einen blöden Unfall wird alles zerstört. Hast du denn danach wieder im Rettungsdienst arbeiten können? Ich war ja nicht beim Rettungsdienst, ich war ja bei der Feuerwehr. Na gut, nennen wir es so, bei der Feuerwehr arbeiten können. Am nächsten Tag habe ich schon gesagt, dass ich austrete und bin nicht wieder hingegangen. Konnte ich nicht. Gehst du oft zum Grab deiner Freundin? 2-mal in der Woche, wenn ich wieder da bin. Ist das so, dass du mit ihr auch so Zwiesprache hältst, dass du dich mit ihr auch unterhältst, richtig? Oder eher? Ja, ich kann irgendwie nicht loslassen. Ich kann mich damit nicht abfinden, dass ich sie nicht wiedersehen kann. Das Problem ist, jedes Mal vom Grab, dann habe ich irgendwie die Hoffnung, dass sie hinter mir steht und das alles ein böser Traum ist. Ne? Naja, deswegen meinte ich so, wenn du da am Grab stehst, sprichst du dann richtig mit ihr? Oder wenn du zu Hause alleine bist und ein Bild von ihr siehst, ein Foto vielleicht, sprichst du laut mit ihr? Die Fotos habe ich alle vernichtet, weil ich dachte, dass ich damit abschließen könnte, aber es hat nichts gebracht. Also du sprichst auch nicht mit ihr, so in Gedanken oder in Worten wirklich? Nee. Das nicht, Weil irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass alles immer wieder schlimmer wird. Ja, das sind so Methoden, wo man denkt, man hilft sich, man verschließt die Fotos, aber es ist ja alles im Herzen, ne? Und in der Erinnerung. Und das ist ja das Schwere. Wenn du nach 2 Jahren noch so schwer trauerst, Wolfgang, und du das Gefühl hast, dass es dich überhaupt nicht loslässt und du fast das Gefühl hast, dass es noch schlimmer wird, ist das so? Nee, es hält sich in Grenzen. Ich habe ja auch einen Therapeuten, mit dem ich drüber spreche. Ach, das hast du? Ja, habe ich, aber es hilft nichts. Also ich komme da nicht von los. Wie oft gehst du zu dem Therapeuten? Und kommt drauf an, wie ich Zeit habe. Also normalerweise einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Und wie lange, seit wann gehst du schon zu dem? Ich glaube, das war dann einen Monat nach dem schweren Unfall, wo ich dann gemerkt habe, es ging nicht mal anders. So lange schon? Ja, also. Das heißt also auch fast 2 Monate, 2 Jahre gehst du schon zu ihm und dennoch funktioniert es nicht, dass er dir ein bisschen helfen kann oder dass er dir wirklich helfen kann. Nee, ich kann und ich will anscheinend auch nicht abschließen damit. Ich weiß nicht, also. Warum willst du nicht abschließen? Weil die Liebe anscheinend zu groß war. Also ich habe das Gefühl, als wenn die Liebe zwischen Leben und Tod noch weiter dazwischen hängt. Es tut mir sehr leid, was du da gerade, oder was du jetzt nicht nur gerade, sondern seit 2 Jahren durchmachst, Wolfgang. Und wenn du schon seit 2 Jahren einen Therapeuten hast und das nicht in irgendeiner Weise sich besser entwickelt, bin ich da auch sehr ratlos.
Das hätte ich dir natürlich jetzt auch empfohlen, dass du unbedingt dir professionelle Hilfe suchst, aber wenn du sie schon hast und es funktioniert nicht. Nee, also funktionieren wohl, aber ich kann damit nicht abschließen. Nein, ich verstehe. Also ich kann den Menschen nicht vergessen. Vielleicht solltest du also mal versuchen, es ist noch nur eine Idee von mir, dass du dich vielleicht mal umguckst, wir können dir gerne auch noch behilflich sein, ob es das in deiner Gegend gibt, dass du dich dass du in eine Selbsthilfegruppe mal gehst von Trauernden. Ja, das hat mein Therapeut mir auch schon angeboten. Mhm. Nur das Problem ist, ich bin vom Beruf her fahre ich Fernverkehr. Mhm. Achso, dass du selten Zeit hast dazu. Ja, und das habe ich dann nach dem Unfall angefangen, weil ich dann einfach weg wollte erstmal. Mhm. Und dann geht's auch erstmal, wenn man auf Tour ist, aber wenn man am Wochenende wieder allein zu Hause sitzt, dann ist es wieder soweit. Ich würde vorschlagen, dass wir dich trotzdem gleich nochmal zurückrufen und vielleicht darüber dann nochmal ein bisschen ausführlicher reden, ob man das nicht arrangieren kann mit den Selbsthilfegruppen, damit noch irgendwas Neues passiert und vielleicht eine Möglichkeit noch am Schopfe gefasst wird, um dir zu helfen. Ja. Du legst mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, besten Dank. Alles Liebe und alles Gute, Wolfgang. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Rudi, 52 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Rudi, um was geht's? Ja, mir geht's, oder mein Thema ist Halluzinationen. Halluzinationen. Ja. Warum ist das dein Thema? Ja, weil ich seit Jahren Halluzinationen habe. Ja. Das sind ungefähr 10 Jahre her, dass das erste Mal aufgetreten ist. Mhm. Und ja, und das verfolgt mich eigentlich nach teils kürzeren, teils größeren Abständen immer wieder. Halluzinationen heißt ja, dass man was sieht, was eigentlich gar nicht da ist. Was siehst du? Ja, das fing damit an. Wir hatten im Schlafzimmer, wir haben so ein Wohnschlafzimmer gehabt, einen Fernseher schräg vorm Bett stehen und ich sah dann morgens Bilder auf dem Fernsehschirm und ich sag, Mensch, ich habe doch den Fernseher die Nacht ausgestellt, geh zum Fernseher hin, natürlich war der aus und so wie ich dem Fernseher näher kam, waren die Bilder auch weg. Habe ich mich wieder ins Bett gelegt, die Bilder waren wieder da. Was waren das für Bilder, was hast du gesehen? Ich habe Landschaftsbilder gesehen. Das war eigentlich sehr schön. Ich habe alte Städte gesehen, Gebäude, Fachwerkhäuser, also nichts Böses oder so, was irgendwie Bedrohliches oder einfach halt wunderschöne Bilder. Ist das denn immer so, dass sich das nur auf einen Fernsehapparat projiziert? Nee, eben nicht. Eben nicht. Mhm. Es kann auch passieren, das heißt, an dem Tag selber, als das erste Mal passiert war, sah ich dann auf einmal, die Wände sind alle raufasertapeziert, weiß, ne? Und dann sah ich auch wie kleine Leinwände, da sah ich da auf einmal auf den freien Flächen auch wieder diese Bilder. Auch wieder schöne Bilder. Aber immer nur angenehme Bilder, ja. Ich meine, das ist ja schon mal beruhigend, dass es angenehme Bilder sind. Also nicht irgendwie, wo man denkt, oh, das ist ein Horror oder genau, so. Genau, ja. Ich denke jetzt zum Beispiel an deinen ersten Gesprächspartner, der hat ja Schlimmes erlebt oder erlebt es immer noch. Ja. Nein, es ist immer angenehm. Das geht jetzt seit 10 Jahren so. Ja, aber in unterschiedlichen Abständen, mal 2-3 Jahre gar nicht. Ach so. Und mal ein paar Tage hintereinander. Kann man damit leben? Weil es mir nichts Böses tut. Eigentlich? Kann man mitleben, ja. Ja, denke ich auch, eigentlich schon. Da muss man vielleicht gar nicht großartig sich zu einem Psychiater oder Psychologen zu begeben. Ja, man hat mir, ich meine, ich spreche mit meinen Freunden, meinen Bekannten darüber. Ich bin nicht mehr verheiratet. Zu der Zeit, als das anfing, war ich noch verheiratet. Man hat mir schon gesagt, Mensch, da musst du doch mal zu jemandem hingehen und dich. Warum? Es ist mir unangenehm. Ich finde auch, das sollte man nur machen, wenn man einen Leidensdruck hat. Habe ich dadurch in keinster Weise. Ja, dann ist okay, dann genieß die schönen Landschaftsbilder, die dir da präsentiert werden von deinem Gehirn. Ja, aber das ist doch verrückt, wie kommt sowas her? Ist ja nicht verrückt. Ja, es ist irgendeine Fehlleistung des Gehirns. Ne? Ja, aber ich habe natürlich mich damit beschäftigt. Paranoia, ne? Das heißt ja eigentlich geisteskrank, aber da unter dem Begriff wird ja auch Halluzinationen behandelt. Ich habe mir das alles mal so durchgelesen, aber irgendwo bin ich denn geisteskrank deswegen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann nicht so ganz laienhaft beruhigen, ich glaube nicht. Und wenn das nicht schlimmer wird und... Nee, das ist immer wieder das dann Gleiche. Dann würde ich das auch einfach mal so beobachten und mit einem Schmunzeln hinnehmen. Ja, das tue ich im Grunde genommen auch. Lieber Rudi, die Sendung ist jetzt zu Ende. Ja, ich sehe es. Schön, dass wir noch auf meiner Uhr, ja. Genau, schön, dass wir noch kurz haben reden können. Ja. Alles Gute. Hat mich auch gefreut. Ja, prima. Ja. Tschüss. Dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
In der Technik Markus Liebetanz und morgen heißt unser Thema Sterben und ich möchte mich gerne mit euch über den Tod unterhalten, vielleicht über Sterbehilfe, Sterbebegleitung, vielleicht auch über Angst vor dem Tod, letztendlich über alle Themen, die mit dem großen Thema Sterben zu tun haben. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.